So, einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TBB, Triplus Big Pack. Und mit dabei ist auch immer noch der Dosch. Einen wunderschönen guten Hallo. Ja, schönen guten Tag. So, Dosch war so nett und hat mir noch ein paar rote Herzen und ein gelbes Herz. Nee, gelbes Herz habe ich glaube ich noch gefunden. Aber der hat mir noch ein paar rote Herzen zur Verfügung gestellt, insgesamt 4 Stück. Deswegen habe ich jetzt auch hier einen zweiten Yellow Heart Kanister und nochmal 3 Red Heart Kanister. Vielen herzlichen Dankeschön. Jo, kein Ding. So, und hier haben wir noch ein bisschen Wolle. Sehr schön. Okay. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen was noch mod-technisch machen. Und zwar. Wo sind wir? Da, Mods. Und zwar. Illumination, Integration, Transmission, genau. Project Red Transmission. Red Alloy Wire. Red Alloy Ingot. Hm, okay. Dann White Insulated Wire und so weiter und so fort. Dann hier Bandled Cover. Bändelt, nee, Cyan, gebündeltes Kabel, okay, gut. Dann hier Framed Bundled Cable und so weiter und so fort. Also, da möchte ich mich jetzt mal ein bisschen reinarbeiten und habe jetzt hier auch schon mal ein bisschen Red Iron Compound vorbereitet. Das muss jetzt aber noch hier hinten in den Ofen rein, was wir jetzt da auch noch reinpacken werden. Nee, Ofen habe ich gesagt, hallo, danke. Packe ich sie in die Kiste direkt neben dem Ofen, super. So, was passiert? Du bist ein Profi. Ja, ich weiß. Ja. So, wenn wir hier gucken, ja, da gibt es 12 Stück, da gibt's, ja, gibt überall 12 Stück und da gibt es leider nur eins. Warte mal. Hier. Gebündeltes Kabel. Ah, siehst du, da brauchen wir auch noch Strings dazu. Ja, gut, wir haben ja noch eine Monsterfalle. Das passt ja soweit. So, ich warte jetzt erstmal, bis hier der ganze Stapel da durchgelaufen ist und besuch mal die Monsterfalle. Ich habe leider immer noch keine. Keine Möglichkeit gemacht, hergestellt, um da das alles rauszuholen. So, warte mal, was nehmen wir da alles mitnehmen? Ja, gut, und das da. So. Warte, wenn man das einfach über eine Ender-Chest weiterleitet. Eine Ender-Chest? Ja, und dann? Ja, einfach eine Ender-Chest unten hin, dass das alles da rein transportiert wird und dann oben im Lager. Welche Ender-Chest meinst du denn jetzt? Die von Vanilla oder eine andere? Den. Ich meine die von, Moment. Wie heißt der nochmal? Ja. Ja, ich hab's sofort. Die Ender Chest von Ender Storage. Ah, okay. Hatte ich gar nicht mehr da auf dem Schirm, dass man die hier bauen kann. Nee, die gibt es. Okay, warte mal, dann schauen wir doch mal. Ender. Hallo Ender. Hallo. Sweet. Oh je. Ist sie denn? Ja, dann gucke ich mal nach Chest. Die. Nein. Ich verstehe dich ganz schlecht. Also du. Ah, da komm mal, da ist er doch. Ender Chest 935. Ja, ein bisschen Blaze. Ja, komm, das ist okay. Da können wir vielleicht mal 2 machen. Was, nur 3 Blaze Powder? Ach, guck mal hier, Necrotic Bone. Cool. Cool. 3 Stück. Warum haben wir. Werkzeug nicht? Ja, okay. Das ist jetzt ein bisschen. Naja, okay, cool. Das soll jetzt aber auch nicht euer Problem sein, sondern das ist jetzt meins. Ich werde dann demnächst mal wieder ein bisschen Zeug holen. So, okay, gut. Die sind durch. Dann können wir ja daraus mal ein bisschen Red Alloy herstellen. Red Alloy, ja, genau. Mhm. Haben wir ja. So, warte mal, hier, zack. Mods. Transmission, genau. So, das Problem ist, kann man die nochmal umfärben? Ja, geht. Okay, super. Braucht man halt bloß noch einen String dazu, aber das ist kein Problem. Wir haben ja hier genug Wolle. Dann würde ich da erstmal gern das so machen, dass wir uns hier ein paar. Achtung. Ja, 4 Stacks. Knapp 4 Stacks. Es passt. Lass wir uns erstmal die herstellen. Und dann packe ich dich da rein. Ja, ich packe dich mal da rein. So, die erstmal da hoch. Nochmal. Weil ich brauche jetzt noch die Spinnfäden. So. Gott, draußen bei uns sind sie wieder am Rumbrüllen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Gut. Dann, wie viel kriegen wir denn da raus? Ich glaube, nur 1 war das, gell? Oh ja. Das ist ein bisschen mickrig.
Okay, machen wir mal hier so, so weit wie es geht eben. Ja, 15, okay. So, zack. Hätten wir da mal 16. Gut. Dann, was auf jeden Fall wichtig wäre, Low Load Powerline. Was sind das? Ach, guck mal hier. Ach, cool. Frame Dread Load. Okay. Ah. Nee, Frame Bendel Kabel würde ich gerne. Oakwood Stripe. Oakwood Post. Oakwood Pillar. Oakwood Slab. Ah, ja. Okay, brauchen wir noch ein bisschen Oak. Oak. Mats. Nee. Werkzeug. Säge. So, davon brauchen wir ja zum Glück nicht viele. 1, 2, 3, 4 machen wir mal. So, dann machen wir die da. Die da. Und die da. So, aus diesen 16 machen wir dann auch mal erstmal 8 von denen. Ja, passt sogar. So, Frame Bundle Cable. So, das ist jetzt schon mal eine Vorbereitung für die nächsten Projekte, die ich angehen möchte. So. Und zwar kann man mit diesen Framed Bundle Cable WB, die kann man jetzt hier Besser? schön, ja, ein bisschen, kann man hier schön in die Gegend hinstellen und dann hier zum Beispiel Kabel anschließen. Ne? So. So. Das macht jetzt natürlich jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Warte. Ja, das war einer zu viel. So. Mit einem bestimmten Werkzeug kann man auch die Kabel einzeln, glaube ich, abbauen. Jetzt frage ich mich aber nicht, welches. So. Und mit dem Kabel kann man. Ja, genau, das war sehr gut. Kann man dann natürlich auch hier weitergehen. Stolz auf dich. Ja, gell? Kann man. So, das nehmen wir mit. Das kann man dann, also hier die normalen Bundle-Cable, die kann man zum Beispiel jetzt nur hier auf dem Boden oder an der Wand entlang machen. Und die kann man mitten im Raum setzen. Ne? So zum Beispiel. So, deswegen dann eben auch das Framed. So, was man damit alles machen kann, das ist also hammerhart. Das ist also Mods viel, kann man sagen. Ja, kann man so sagen, oder? Ja, ne? Kann man so sagen. Der Trivelo und ich haben da hinten noch was vorbereitet oder beziehungsweise was, ja, vorbereitet in Anführungszeichen. Wir haben da was geplant und dazu brauchen wir auch die Kabel. Ich weiß es bloß nicht, ob das jetzt noch steht oder nicht. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt einfach mal und so wie es aussieht, steht es nicht mehr. Okay. Also hier hatten wir auf jeden Fall was geplant wegen Immersive Engineering. Dass wir hier noch so eine kleine Versorgung aufbauen. Weil hier von der Monsterfarm wollte ich schon sagen. Von der Baumfarm kriegen wir ja auch noch genug Äpfel und Setzlinge und hast du nicht gesehen. Und hier soll dann demnächst noch ein neues Gebäude entstehen. Und da kommen uns die Kabel ganz gut, ja, ganz gut in die Quere. Kann ich jetzt, ja, sage ich jetzt einfach mal so, ist egal. Ganz gut in den Kram. Fertig jetzt, so, passt. Keine Ahnung. Richtiger Zoo, der Meister der Wortwahl. Ja, genau. Ich bin wieder wortgewandt wie ein, keine Ahnung, Stein. Rotes Wiesel. Ja, to oh, Todes Wiesel, das klingt gut. Ja, siehst du mal, ne? Wie wortgewandt ich bin. So. Nee, also hier soll auf jeden Fall noch ein neues Gebäude entstehen. Und zwar für Immersive. Ich kann es auch nochmal fünfmal sagen. Aber ist egal. Also für welchen Mod jetzt? Immersive Engineering war das. Ich stand jetzt auch Immersive, oder? Nee, das war Immersive. Ah, okay, also Ja. Immersive. Nee. Also Immersive, was? sage ich doch. Also Immersive Engineering, oder? Nein, Immersive Engineering war das. Mensch, wie Ah. oft soll ich es denn noch sagen? Ich dachte, das wird jetzt echt nicht mehr besser. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Naja. Und, ja. Also damit werde ich mich dann die nächsten paar Tage oder die nächsten paar Folgen dann auch mit beschäftigen. Dass wir hier noch ein Gebäude hinbekommen. Und eben auch so ein bisschen Ansteuerung von den ganzen Maschinen. Und Immersive Engineering ist ja auch wirklich ein super Mod. Also man sieht es ja hier schon. Ihr habt es ja auch schon teilweise gesehen mit der Windmühle und allem drum und dran. Da war ich ja hellauf begeistert. Und da möchte ich dann eben auch ein bisschen weitermachen. Ne? Ja, Gut, schön. bin ich gespannt. Ja, ich auch.
Da bin ich echt mal gespannt. So, ich werde jetzt erst hier mal hier so ein bisschen, ja, noch ein bisschen was terraformen und vielleicht können wir ja auch schon mal anfangen, das Gebäude hinzuzimmern. Ich habe ungefähr noch die Abmaße von den Maschinen im Kopf. Ungefähr. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Oh, das reimt sich sogar, verdammt. Damit hat er nicht gerechnet. Nee, absolut nicht. Unberechenbar, der Typ. Ja, sowas von. Hier, Dosch, wie sieht's denn bei dir mit dem Clay aus? Wie viel brauchst du? Viel. Viel. Wenn du die Treppe runter gehst, ist das rechts in der Ecke. Ich erkläre es jetzt gleich einfach. Nee, also du bringst jetzt. Es mir einfach vorbei. Das hat aber was blöd mit mir. Achso, okay, gut, dann eben nicht. So. Ja, also du kannst es dir gerne abholen gehen. Ich muss hier eh noch ein bisschen was, ein bisschen was wegmachen. Wegklopsen. Also ich habe vor, hier noch ein Gebäude zu bauen und ja, wie sich der ein oder andere vielleicht denken kann, aus Bricks. Weil ich denke, zu Immersive Engineering passt am besten Bricks. So von der Gebäudestruktur her. Schau mal nach, wie viel ich habe. Das wäre super. Ansonsten müssen wir ja dann eben so eine Clay-Maschine bauen oder sowas. Ich glaube, Clay kann man sich herstellen. Ich schau mal gerade nach. Ansonsten suchen wir uns ein Mesa-Biom. Da kriegen wir ja harten Clay her. Und wenn du den, glaube ich, in Wasser auflöst, dann kriegst du auch normalen Clay. Kannst du das Drehbuch nochmal ansprechen? Kannst Clay über Bienen bekommen? Über Bienen? Ach nee, ich glaube, bis wir da so weit sind, dann das wird noch dauern. Ja. Oder über hier Mechanismen. In der Chemical Injection Chamber kriegst du aus einem Erde und Water Vapor einen Clay-Block. Das wäre vielleicht mal interessant, ja. Ja, ich gucke jetzt erstmal, wie viel Clay wir haben. Werde den umwandeln und dann schauen wir einfach mal, was das wird. So. Wird es ausreichen? Ich hoffe. Ich glaube nicht. Also, ich habe 12 Stacks Clay. Also die kleinen Kaki-Kügelchen. Okay, also durch 4, das sind gerade mal 4 Stacks. Ja. Wobei, 4 Stacks könnten ausreichen. 4 Stacks könnten ausreichen. Wie rechnest du eigentlich? 12 durch 4? Ja. Für mich 3 Stacks. Achso, ja, ja. Ja, stimmt, hast recht. Entschuldigung. Also, was haben wir heute? Streetigger der Wortgewandte, Streetigger der Mathe-Experte. Mathe-Genie, bitte, ja. Ja, okay, Mathe-Genie. So. Ja, gut, wie ich das jetzt hier noch mit dem Boden mache und so. Und generell, das werden wir dann noch sehen. Das ist vielleicht ein bisschen nah an der Baumfarm. So nah möchte ich eigentlich gar nicht ran. Ja, warte mal, dann machen wir hier nochmal zu. Genau. Machen wir hier nochmal den Gang zu. Ja gut, das mache ich auch später, das mache ich jetzt nicht. Das wird nicht, ich glaube, das wäre nicht besonders, spannend. Möchte ich mal sagen. So, aber hier, das können wir noch wegmachen. Das ist zwar auch nicht spannend, aber ja gut. Muss jetzt auch mal gemacht werden. So. Oh, ich bin schon wieder voll. Naja. Ich kann mich ja erstmal bei der Baumfarm entleeren. Die braucht ja auch noch genug Erde. Der Typ ist auch schlimm. Hallo, kein Bier vor 4. Ja, wir haben schon 8. Ne, 8:45 sogar schon. Echt? Ja, 8:45 haben wir. Oh. Ja, kein Bier vor 4, sagt er. Aber das ist gut, ich habe noch ein Bier im Kühlschrank. Ja, ich habe noch Fassbrause da. Ja. Passt ja. Ja, schmeckt gut erzeugt, finde ich. Ja, kann ja, das schmeckt gut, ja, aber nach 4 Uhr nicht mehr. Ja, letzte Bier habe ich letztens noch mit meinem Vater weggesoffen. Okay. Du trinkst mit deinem Vater, oh Gott. Hast du keine Freunde? Ja. nee, die waren... Okay, ich spreche jetzt mal nicht aus, wo die waren. Wo waren die denn? Nein. Na komm. Nein. Na komm. Nein. Doch. Wo kommt die Wolle eigentlich an? Jetzt lenkt er wieder ab. Ich schon nicht. Nein. Na komm, sag. Mhm. Warum nicht? Feigling. Nee. Feigling. Das hat einen anderen Grund. Feigling.
Feigling. Naja, ich guck mal, wie viel Clay wir haben. Aje, aje. Mit dem ist auch nichts mehr. Da versuchst du gerade mal elegant um die Kurve zu düsen und dann, ja. So, was haben wir denn hier an Clay? 4 Stacks. 8 Stacks. Ah, das ist doch. Ah, da kommst du sogar auf 5 Stacks Bricks. So. Warte mal. Utils. Wie kriege ich denn die jetzt wieder zu kleinen? Na, Sigma würde das gehen. Oder Enrichment Chamber. Das ist langweilig. Ja, nee, Enrichment Chamber ist sogar besser, weil da kriege ich 4 Clay raus. Bei der Segmill kriege ich bloß 1 plus, 2 plus 10%ige Chance auf ein drittes. Nö, dann nehmen wir die Enrichment Chamber. Ist doch keine Frage, ne? Ja. Ich glaube, da hinten haben wir noch eine. Ja. Da ist noch eine Enrichment Chamber und Ausgang machen wir dann noch nach oben. So, zack. Gott, hat die keine Upgrades drin? Doch. Krass. So, wo gibt er das jetzt hin? Nach oben oder unten? Oder gar nicht? Mitte, Mitte, Mitte. Nee, da gibt es gar nicht raus. Achso, ja klar. Jetzt. Na also. So, hier haben wir eine Obsidian-Chat. Warum da rein? Ja, okay, gut, dann eben da rein. Mir auch egal. Da haben wir noch eine kleine Holzchest, Holzkiste. Warte mal kurz. Ich warte mal kurz. Ja, du nicht. Aber die anderen. Ja. Nee. Nee, hab ich noch nicht gemacht. Verdammt. Krieg ich das noch hin? Bestimmt, ne? Nein. Mechanism. Tü, 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 tü. So, NEI, lass mich nicht im Stich. Was? Nix. So. Ah, jetzt müssen die ganzen Flüssigkeiten wieder gerendert werden. Oh Mann, ey. Ja, das ist echt widerlich. Das ist ätzend. Wo ist der? Na, komm, mach doch hin. Achso, hat er schon. Wo ist er denn? Da. Konfigurator, genau. 2 Enriched Alloy, ein Energy Tablet, ein Lapis, ein Stick. So, was haben wir da drin? Enriched Alloy, Energy Tablet war... Oh je, was war denn das jetzt nochmal? Das war... Achso, ja. Gut. Brauchen wir 4 von denen. Brauche ich da noch irgendwas? Nee, ein bisschen Redstone. Ja, gut, passt. Nee, da habe ich sonst nichts mehr. Gut. Weil ich hätte das gern in die andere Kiste transportiert lassen. 1, 2, 3, 4. Den noch. Und dann noch ein bisschen Gold. Bum, 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 bum. Da muss ich mich mit dem Tribolo auch noch auseinandersetzen, wie wir das hier mit den Kisten machen. Dass man hier Autocrafting und sowas machen kann. So. Ja. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Den schon mal. Den da rein. Den, den. Den. Dann. Nee, da. Auch nicht. Aber vielleicht. Ja, da. Hast du das? Nee. Oh. So, jetzt. Und ein Stieg. So, jetzt hat. Ja. Muss ich zur Baumfarm, um den aufzuladen? Das ist ja super. Ich brauche hier noch eine Aufladestation. Definitiv. Naja, kannst du bei mir vorbeikommen und Energieschnorren unbewusst. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Ja, es ist wirklich unbewusst Energieschnorren, was eigentlich bei mir machen kannst. Ah, verdammt! Ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwo was aufzuladen. ja, dann komm bei mir vorbei, Ende. Ja. Warte mal, nee, warte mal. Oh, oh. Ah, doch, doch. Hm. Ja, ich muss vorbeikommen. Nein, mir tut nichts weh. Glaube ich. Aber ich glaube, wenn es hier darum geht, für zu einfach was halbwegs auf den Boden zu schauen. Mhm. Dann geht es. Ja, okay. Also, ich habe es in der Aufnahme auch. Ich glaube, die Zuschauer haben es schon gesehen. Ich versuch's beim Rendern irgendwie auszublenden. Ja, warte mal, die Folge dürfte jetzt irgendwie Mittwoch rauskommen, ne? Nee, die kommt weit über Mittwoch raus. Bei mir kommt es ja nur alle zweite Tag.
Ah, oh, der ist jetzt schon aufgeladen, geil. Kurz mal hergekommen und aufgeladen. Deswegen unbewusst aufladen. Ja. Ah, du hast hast ja so ein Wireless, ne? Mhm. So, Folge hat zwar hinter sich, aber ist egal. Ich möchte jetzt noch den Konfigurator vorstellen. So, müssen wir bloß mal wieder... Oh. So weit laufen. Immer so weit laufen. Oh. Ja. So, also. Der Konfigurator, ihr seht es jetzt hier schon, bei der Precision Sawmill oder hier, da erscheint jetzt so eine Chest vorne dran. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann seht ihr unten im Chat Current Items Behavior None. Gray. Sehe ich aber nicht. Ja, du nicht. Du bist ja auch nicht du da. Du hast gesagt ihr. Ja. Wenn ich jetzt hier mit Shift draufklicke, dann ändert es die Farbe. Somit kann man dann, wenn man da so reinklickt und hier Side Config, kann man das dann hier so ändern. Also im Moment ist es grau, wenn ich jetzt da mit dem Konfigurator draufklicke. Und ansonsten, ja. Also es ist wirklich super, da kann man dann direkt sehen, wo jetzt zum Beispiel was ist. Da ist blau, hier müsste es rot sein. Wenn ich dran komme, nee, komme ich nicht dran, ist super. Da ist die Hitbox dann von dem ein bisschen groß. Naja, egal. Aber hier ist es grau. Und ich kann hier sagen, dass du hier keine Verbindung hast. Ne? Super. Passt. Wunderbar. Das wollte ich. So, dann kann ich nämlich den Clay, den ich da drin habe, da mal rausnehmen. So. Der dürfte jetzt auch bald fertig sein. Ja, ein bisschen. Ein bisschen braucht er noch. So, da werde ich aber jetzt hier noch eine Kiste hinstellen, wenn ich eine habe. Nein, habe ich nicht. Schön. Warte mal, ich habe doch hier bestimmt noch was, oder? Ja, komm, da ist noch eine Kiste. So. Dann sagen wir dem. Da ist rot. Input. Kiste. Zack, 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 zack. Und er macht es nicht, weil die, ja. Weil der... Die Chest drückt das nicht rein. Deswegen brauche ich noch einen Trichter. Haben wir hier irgendwo noch einen Trichter? Ja, da haben wir sogar noch einen Trichter. Sehr schön. So, zack, zack. I need a Trichter. A Trichter. So. Ein Trichter dran. Dann hätten wir das auch gar nicht konfigurieren müssen, aber ist egal. Was war das denn jetzt? So. Rein mit dir. Nee. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr dran, hä? Doch. So. Gut. Der macht mir jetzt ein bisschen Clay. Ich könnte es eigentlich auch hier direkt in die Basic Smeltery schmeißen. Hm. Achso, jetzt, ja, genau. Die Pipe nimmt den kürzesten Weg, deswegen hier, weg. Genau, toll. Jetzt hat er mir das auch noch rausgezogen. So, das da rein, das da weg. Und das dann da rein. So, dann könnte man eigentlich dem noch sagen, Input, grün, oh, blau. Ja, genau, so. Und. Ja, geht nicht rein. Warte. Ja, okay, dann machen wir das weg hier. Na komm, danke. Oh, verdammt. Jetzt habe ich noch ein Glas kaputt gemacht. Nein! Der kann auch nur kaputt machen, der Ding. Ja. Jetzt macht er gar nichts mehr, oder was? Ach, Tatsache. Schauen wir doch mal. Basic Smelting. Input. Ne, Output ist das. Okay. Ich hätte gern Input. So, und jetzt? Ja, geht doch. Zack. Genau. Jetzt macht er mir hier ein bisschen was. So. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Aber der hat keine Upgrades, ne? Nee, hat er nicht. Ja, schade. Naja. Kommt der hinterher? Irgendwie recht schlecht. Ja, wobei, die Pipe, die macht das dann. Okay. Dann kommst du nochmal raus. Ja. Packe ich dich erstmal da rein. Obwohl, nee, das ist auch doof, ne? Ja. Irgendwie schon. Das kommt raus. muss ich dich noch erstmal da reinpacken. Okay, gut. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir aber ein bisschen überzogen. Das macht aber gar nichts. So, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde dann sagen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.